Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skate. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber ich weiß, was ich diesen Part machen wollte. Das weiß ich noch und das ist mir auch wichtig. So, erstmal ein Video. Ich habe gesagt Video. Alles klar. 2500 Punkte. Ich hätte am liebsten in die Hände geklatscht, aber meine Hand oder meine beiden Hände waren leider gerade am Controller dran, ne? Sonst hätte ich das gemacht. Oh Gott, ey, wenn ich so scheiße. Och, mein. Oh Mann. Okay, Kamera läuft. Los. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Na, 500 Punkte kommen. Yes. Okay, haben wir geschafft. Alles gut. $100. Boah, ist okay. Besser als nicht. Dein Part, so gut. Ja, sehr solide dein Part. 100 pro. Im Ernst, Alter. Das ist der beste Teil des Videos. Du kommst aufs Cover von sämtlichen Macs. Ja, man kann nie wissen. Es sind schon seltsamere Dinge passiert. Was ist jetzt los? Viel zu viel. Viel zu viel. Oh Gott. Du bist jetzt ein Profi. Die Sponsoren sind begeistert, wenn der beste Skater in ganz Zen Vandalona mit ihrem Pro-Decks fährt. Skater also unbedingt mit den Decks deines Sponsoren, um in Events und Challenges mehr Kohle zuzugreifen. Hey, ich bin's. Deine Träume sind wahr geworden. Du bist jetzt ein Profi. Gratuliere. Mach weiter so. Bis die Tage. Ach, der gute alte Quiz. Ach Gott, der Quiz. Ich wollte aber jetzt eigentlich mal was komplett anderes machen. Und auf einmal werde ich hier mit neuen Challenges überhäuft. Ich wollte eigentlich mal ein Thrasher-Foto machen. Weil das hat man bis jetzt noch gar nicht gemacht. Mike Fork ist in Old Town. Fahre die gebogene Ledge, um ihm was zu bieten. Alles klar, wie ihr wollt. wo ist er denn? Da ist er, hi. Das ist auch eine No-Skating-Zone. Dankeschön. Trick-Contest und der Demo. Die haben sogar am Skateboard-Mac über dich geschrieben, ha? Huh? Hallo! Nichts gegen das Mac, aber die News und so. Komm schon, Skaten ist verdammt nochmal mehr als das. Wir machen hier Fotos. Ich muss zurück zum Shooting. Hey, siehst du den Kleinen da? Alles klar. Ich will seine Challenge machen. Mike will ein Grind über die hohe Ledge um den Baum sehen. Zeig dem Thrasher, dass du voll krank drauf bist, damit sie etwas über dich schreiben. Ach so. Das war gut. So, erstmal nochmal den Fotografen angefahren. Gut, Foto G. Kein Geld dafür bekommen. Mensch, Mensch, Mensch. So, ich hätte gern das. Ich will das Foto. Ja, danke. So. Eines nach dem anderen. Neuer spielbarer Charakter. Sammy, Mike. Oh Gott, ey, er ist viel zu viel. Viel zu viel wieder auf dem Haufen. Ach, du Scheiße. Oh, Select. Select. Oh Gott, Mann! Ich mach erstmal wieder hier die. Oh nein, das ist das Skate, oder? Nein! Tritt an einer riesigen Treppe im Skate gegen die Profis an. Spring über die Stufen, bleib innerhalb des Rails und grindzählen nicht. Schlag die Profis an diesem Spot, um eine Skate-Legende zu werden. Nein!
Ich hasse das Skate. Warum müsst ihr mir das denn immer antun? Ich kann das doch nicht. Ist das nicht der von Plan B? Hey du, spielen wir Skate? Ist das der von Plan B? Wenn ja, dann werde ich aber sowas von das Skate gewinnen. Also gut, ich leg vor. Gott, den werde ich so fertig machen, ey. Dafür, dass er mir so eine Aufgabe gegeben hat, die kein Arsch schafft. What? Als ob ich das kann. Ja, natürlich habe ich genau das gemacht, was da unten steht. Ey, keine Chance. Nie im Leben. Double Kickflip? Was? Oh, scheiße. Ja! Alter, keine Chance. Keine. Absolut null. Aber so hat von null. Hä, hat er den nicht gerade schon gemacht? Ich habe keinen Bock mehr. Ja! Ey, was ist mit den Leuten falsch? Übung macht den Meister. Keine Chance. Ne, 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 ne. Könnt ihr vergessen. Mach ich nicht. Werde ich nie können. No. Normalerweise ist die Security wasserdicht. Vermutlich ist heute irgendwas schiefgelaufen. Hol dir in jeder Runde den bestmöglichen Trick, bevor die Zeit abläuft. Okay. Aber. Gut. Schon mal die erste Aufgabe, die ich nie im Leben schaffen werde. Das heißt, ja. Das Projekt neigt sich dem Ende. Oh Mann, ey. Ohne Scheiß. Das sind so Aufgaben. Da denkst du dir einfach nur so, ne. Da habe ich keinen Nerv zu. In Runde 1 machst du Bekanntschaft mit einer der Die machen da Tricks, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, noch nie gehört. Gar nichts. Das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Cole, Galan, PJ. Und da es für das Spiel eh keine Trophäen gibt, gibt es für mich auch keinen Reiz, das zu machen. Müsst ihr wissen. Wenn es hier für Trophäen gäbe, ne, dann wäre ich ja schon fast wieder gewillt, das zu machen, aber... So nicht. Okay, da war ein bisschen schlechter, verdammt. Oh! Das habe ich nicht gesehen. Scheiße, der PJ hat mich eingeholt. Shit. Das werde ich nicht schaffen. Die Runde wird nicht an mich gehen, aber okay. Das heißt ja nicht, dass der die anderen Runden auch alle gewinnt. Gut, ich bekomme immerhin 2 Punkte, müssten das sein. Ja. Timing ist beim Skateboarden das A und O. Also, ich nehme die Zeit, um zu können. Sure.
So, der PJ, der darf jetzt nicht gut sein. Jo, alles klar, Kollege. Nein, der PJ ist vor mir. Fuck it. Shit. PJ darf nicht vor mir sein. Fuck, ich fahr hier aber auch gerade echt einen Ranz zusammen. Boah, ich fahr hier eine Scheiße. Das ist doch nicht wahr. Ich bin letzter. Ey, was wird das Spiel denn jetzt so krank? Nur weil ich Profi bin, denken die jetzt... Wir machen da jetzt einfach mal irgendeine Scheiße, wo du einfach mal der Meister des Spiels sein musst. Was geht bei denen falsch? Wow. Wer hätte gedacht, dass der Schwierigkeitsgrad so ansteigt, also. Ja, ich kann doch hier neu starten, also, hey. Wenn das so weitergeht, dann wird das Projekt nicht mehr lang gehen. Das ist ganz einfach. Ey, ich konnte in meinem Leben noch nie ein Skate-Teil mal wirklich bis zum Ende durchspielen. Skate 3 war sogar der Teil, wo ich am meisten weit spielen konnte. Aber Skate 2 und der hier, der ist ja... Warum? Der ist ja krank. Mich macht das einfach nur traurig. Ja, du Spaten, ey. Hättest du da doch einfach mal. Ja! 740 Punkte! Natürlich! Hey! Natürlich! Bleibe ich noch an dem hängen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst! Ey, das kann ich doch schon wieder vergessen! Gut, jetzt bin ich wieder Zweiter werden geht ja noch. Ich habe hier absolut kein Problem mit. Gut, werde ich als Zweiter. Dann muss ich jetzt aber wieder in der zweiten Runde besser sein. Ach, scheiße, Mann. Ey, was ist denn das Spiel jetzt auf einmal so schwer? Es war so ein tolles Spiel. Aber jetzt ist schon wieder vorbei. Jetzt ist schon wieder vorbei. Natürlich. Ja, macht das PJ. Ja, ist okay. Ey, dieser PJ, ne? Das ist so ein... Boah. Ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Ey, das ist doch unschaffbar. Natürlich ist das schaffbar. Dafür musst du das Spiel aber auch in- und auswendig kennen. Du musst jeden Trick beherrschen. Und ich kann nun mal nichts anderes als ein Pop-Showbit und ein Kickflip. Weil so behinderte Hardflips oder Laserflips oder 360-Flips. Ja, da musst du den Stick keine Ahnung wie bewegen. Und obwohl ich meiner Meinung nach das eigentlich immer tue, wie das da steht, macht er die trotzdem nicht. Ja, natürlich fehlen mir 4 Punkte. Ja, natürlich. Weil es ja auch so logisch ist. Ich bin eigentlich der Meister im Grinden. Grinden ist eigentlich meine Stärke. Ja, ich müsste
ich müsste jetzt Erster werden. Okay. Und dieser PJ müsste Letzter werden. Und jetzt mal überlegen. Zu wie viel Wahrscheinlichkeit passiert das? Ich würde mal sagen, 0. Bist du bereit? Gleich geht's los. Jetzt. Kann ich schon wieder so... Das war so eine schöne Zeit mit dir, Skate, aber... Das wird nicht mehr lang gehen. Schade. Komm, der Galar muss noch PJ überholen. Das wäre der Hammer. Oh, nice. Jetzt muss er nur noch den PJ überholen. Das wäre so super. Au. Ja, natürlich wird er jetzt noch Zweiter. Ich glaube ja nicht. Was ist mit dem Kerl los? Der Kerl... Jetzt überholt er mich auch noch. Jetzt überhole ich den wieder. Ey, was ist das für ein Biest? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Jetzt bin ich zwar Erster, das bringt mir aber... Scheiß. Ja. Ja, das bringt mir da gar nichts. Ja, Contest ist gescheitert. Yay, super. Weil der nämlich 2 Punkte mehr hat wie ich. Meine Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich bin mal gespannt, wie lange das Projekt jetzt noch geht, weil, wenn das wirklich jetzt so krank wird, ich werde es natürlich noch öfters probieren. Vielleicht werde ich das auch mal offscreen probieren, alles. Aber ich denke nicht, dass das noch lange gehen wird. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß mit dem Rest des Projektes. Ja, und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Mal wieder. Ich sage bis dahin. Tschüss.